Vor 75 Jahren wurden am 6.8.1945 über Hiroshima und drei Tage später über Nagasaki US-amerikanische Atombomben abgeworfen. Die Bombenabwürfe forderten mehr als 200.000 Todesopfer. Noch heute leiden die Menschen in Japan unter den Spätfolgen. Wir von Greenpeace Leipzig wollen den Opfern gedenken und ein Zeichen für den Frieden setzen. Atomwaffen sind neben der Klimakrise eine existenzielle Bedrohung der Menschheit. Viele BürgerInnen wissen nicht, dass auch in Deutschland aktuell 20 US-amerikanische Atombomben lagern. Im Rahmen der nuklearen Teilhabe sind diese Atombomben im rheinland-pfälzischen Büchel stationiert. Im Kriegsfall werden sie von deutschen PilotInnen und Flugzeugen an ihr Ziel transportiert und dort abgeworfen. Deutschland muss beispielgebend für alle Atomwaffenstaaten und deren Verbündeten vorangehen und den UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen. Deutschland muss die nukleare Teilhabe beenden, sodass alle US-amerikanischen Atombomben aus Deutschland abgezogen werden. Die Bundesregierung muss öffentlich zugeben, dass von deutschem Boden aus keine Atomwaffen eingesetzt werden. Am 6.8. haben wir vor der russischen Gedächtniskirche protestiert. Wir entzündeten um 1.15 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit, war das der Moment des Abwurfs, über 100 Kerzen. Wir haben hier am Friedenspark die Friedenslichter aufgestellt in Form eines Peace-Zeichens anlässlich des 75. Jahrestags des Atombombenabwurfs über Hiroshima. Wir sind heute ebenfalls hier, um dafür zu protestieren, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet. Wir wollen der Opfer der Atombombenabwürfe gedenken, uns die Gräueltaten von Hiroshima in Erinnerung rufen. Wir setzen damit ein Zeichen für atomare Abrüstung. Im Rahmen der Gedenktage enthüllten wir ein Banner. Dafür haben wir mit der Künstlerin Paula Freile zusammengearbeitet. Wir wollen ein künstlerisches Zeichen für den Frieden setzen. Am 8.8. haben wir das Banner im Japanischen Haus Leipzig enthüllt. Hallo, wir sind Japanisch Haus in Leipzig. Vorgestern, vor 75 Jahren, kam es in Hiroshima zum Atombombenabwurf. Und wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit Greenpeace hier im Japanischen Haus zusammen diesem schrecklichen Ereignis daran gedenken können. Und wir freuen uns sehr, dass auch eine Künstlerin dieses sehr eindrucksvolle Kunstwerk gemacht hat und wir gemeinsam an dieses schreckliche Ereignis uns erinnern können. Wir wollen das Thema atomare Abrüstung wieder in die öffentliche Diskussion einbringen.